Mit einem Rennrad der italienischen Traditionsmarke Colnago fuhr Eddy Merckx 1972 seinen Stundenrekord. Das Rad, das Andreas Kohlmeier heute restauriert, wurde 4 Jahre später gebaut. Es schlummerte einen Dornröschenschlaf und stand mindestens 20 Jahre in einer Garage. Jetzt soll es wieder fit gemacht werden für die Straße. Eher selten zu sehen insgesamt, dass es ein Damenrennrad ist. Das ist jetzt richtig klassisch, richtig elegant. Da sind wir mal gespannt, wie wir das wieder hergerichtet kriegen. Ich gehe davon aus, das wird ziemlich schön. Fangen wir mal an mit dem Zerlegen. Zuerst nimmt Andreas die Züge ab, um sich Platz zu schaffen. Da ist dann keine Spannung mehr drauf. Die kann ich jetzt ganz entspannt ausfädeln. Als nächstes löse ich den Vorbau, also mit der Lenkereinheit. Die wichtigste Mission? So viele Originalteile erhalten wie möglich. Bei dem Modell haben wir oben noch keine aufgelötete Zugführung. Da sind richtig schick Naschellen drum gelegt. Die müssen natürlich vorsichtig entfernt werden. Möchten nicht gerne, dass die brechen. Weil Ersatz ist schwer zu kriegen dafür. Auch die möchte Andreas später wieder montieren. Die Bremse kommt ab. Bei den Bremsen gilt natürlich auch, möglichst aufpassen, dass alles so abgenommen wird und wieder zusammengesetzt wird, wie es war. Da gibt es nämlich zum Beispiel so wunderschöne Einstellschrauben. Die sollten einem natürlich auch nicht verloren gehen oder irgendwo untergehen. Die Laufräder haben die besten Zeiten hinter sich. Reifen, Speichen, das muss vermutlich alles erneuert werden. Die Kette sieht dann noch deutlich besser aus. So. Die ist noch richtig schön erhalten. Wenn wir jetzt ein bisschen Stress und Eile hätten und die Qualität davon nicht besonders wäre, würden wir sie einfach durchschneiden. Schnellste Weg. Aber er will sie erhalten. Also nietet er sie stattdessen auseinander. So, jetzt kommt dann ein bisschen Kleinkram runter, wie zum Beispiel das Schaltwerk, was hier unten noch hängt. Auch der Umwerfer der Schaltung. Dass sich jetzt hier alle Schrauben lösen, ich würde es schon ein bisschen Glück nennen. Ich hätte es nicht unbedingt erwartet, dass das gerade alles so gut runtergeht. Aber man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Mal schauen, was gleich noch kommt. Andreas hat Glück. Das Fahrrad stand vor der Witterung geschützt und wurde wenig gefahren. Stück für Stück nimmt Andreas das verchromte italienische Meisterwerk auseinander. Bei der Kurbel können wir jetzt noch mehrere tolle Sachen sehen. Einerseits sehen wir die Marke, es ist eine Campagnolo-Kurbel. Das Modell, klar, das erkennt man, wenn man da jetzt irgendwie ein Fachmann für ist. Dann sehen wir hier unten noch eine Zahlenkombination draufstehen. Die sagt mir an, welcher Gewindetyp fürs Pedal da reingehört. Spannend könnte jetzt noch das Lager werden. Jetzt gehe ich an die Lagerschale. Da gibt es natürlich auch ein spezielles Werkzeug für. Setzen wir an und das geht schon wie Butter raus. Das heißt, wir haben den Kontering lose, wir haben die Lagerschale auf der einen Seite offen. Jetzt kommt dann die riskanteste Seite. Da gibt es leider auch nicht mehr so viele moderne Werkzeuge für, die da passen. Dementsprechend haben wir ein klassisches Werkzeug, das sitzt da ganz satt eigentlich drauf. Wichtig nur, wir müssen rausfinden, in welche Richtung drehen wir es denn. In dem Fall sehen wir, der Zahlencode sagt, ist ein BSA-Gewinde. Wir drehen es nach rechts rum raus. Knistert schon herrlich, ist total fettfrei. Das ist natürlich nicht, wie es unbedingt sein sollte. Aber sieht auf den ersten Blick alles schön und ordentlich aus. Jetzt müssen nur noch die Lagerschalen aus dem Rahmen raus. Dafür gibt es dann einen Ausschläger, der spreizt sich. Und mit Hammerschlägen kann man dann die Schale einfach rausschlagen.
Jetzt muss nur noch der Sattel ab. Dann ist der Rahmen freigelegt. Knapp 30 Teile hat Andreas demontiert. Und jedes einzelne muss nun überprüft, gereinigt und zum Teil auch wieder in Schuss gebracht werden. Zuerst ist der Rahmen dran. So, da haben wir jetzt unseren nackten Rahmen. Sieht auf den ersten Blick nicht besonders verbogen oder irgendwas aus, aber sicherheitshalber kontrollieren wir nochmal durch, gucken, ob alles wirklich gerade ist, damit wir es dem Kunden mit gutem Gefühl geben können. So, jetzt haben wir ihn eingespannt am Innenlager. Damit ist er schon mal relativ fest. Jetzt suchen wir gleich noch den passenden Metallstab daraus, dass wir es richtig fest in Position haben. So, und jetzt müssen wir messen, auf welcher Höhe wir unten in der Grundposition sind beim Tretlagerbereich. Das heißt, ich stelle mir den Messbock hier ein und gleiche dann mit dem Platz hier oben nochmal ab, dass das nachher auch alles auf richtiger Höhe ist. Damit sind wir beim Sattelstützrohr schon mal auf richtiger Höhe. So, und jetzt messen wir dann vorne dagegen, um zu sehen, ob wir da jetzt irgendwo in der Achse hier eine leichte Verstellung im Rahmen haben, eine Biegung oder irgendwas. Und da ist er tatsächlich nicht gerade. Das heißt, jetzt wird er ein bisschen gebogen. Mit reiner Gewalt. Und Fingerspitzengefühl. Und der sitzt jetzt wunderbar. Das heißt, in der Richtung ist auch alles gut. Andreas überprüft auch die letzte Seite. Ja, minimal. Endlich wieder auf gerader Linie. Der verchromte Rahmen kann aufpoliert werden. Mal schauen, ob es Rost ist oder ob das einfach nur festgebackener Staub und Dreck ist. Das ist natürlich eine Sache, das zieht sich irre lang hin, so einen Rahmen aufzupolieren. Es gibt auch eigentlich kein Ende. Aber es ist auch mit die zufriedenstellendste Arbeit. Der Glanz spricht für sich. So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen mit den Aufklebern, dass die nichts abbekommen. Theoretisch könnte Andreas den Rahmen auch mit einer Maschine polieren. Aber von Hand spürt er jede kleine Delle auf. Bringt jeden Millimeter auf Hochglanz. Und er erhält die originalen Markenaufkleber. Der Rahmen ist jetzt erledigt. Jetzt gehen wir mal an die ganzen Kleinteile. Das heißt, wir fangen einfach an mit dem Schaltwerk. Das zerlegen wir mal. Technisch ist es einwandfrei. Trotzdem sollten wir es ordentlich haben. Also einmal auseinanderbauen und gucken, ob wir es verbessern können und langlebiger wieder restaurieren können. Zuerst nimmt er die Schaltwerkröllchen aus dem Käfig, baut dann den Rest des Käfigs auseinander und löst den Bolzen heraus. Da haben wir es. Alles mit ganz altem, ekligem Fett. Jetzt haben wir hier den Käfig in zwei Teile zerlegt, die Schaltwerkröllchen dabei liegen. Und jedes Einzelteil muss sauber werden. Dabei hilft Bremsenreiniger. Man sieht schon, wenn ich hier jetzt einmal richtig drüber putze, das wird richtig schön, das wird sauber. Die Schaltwerkröllchen selber bestehen aus verschiedenen Teilen. Dann haben wir eine Staubkappe und hier drin ist so ein Gleitlager, an sich nur ein Metallröllchen. Diese schwarze hier, das sieht aus wie ein Riss, ist aber kein Riss, das ist einfach die Fügestelle. Normalerweise haben alle Schaltwerke auf alten Rädern hier irgendwelche Kratzspuren. Das hier, also als hätte es jemand gekauft, in der Garage an der Wand gehängt und einfach gewartet. Ein echter Glücksfund, dieses Damenrad. Nachdem alle Einzelteile gereinigt und poliert sind, baut Andreas das Schaltwerk wieder zusammen. Dann machen wir als erstes mal ein bisschen Fett an die Feder, weil die bewegt sich hier drin. Und alles, was sich bewegt, möchte gerne geölt oder gefettet sein.
Dann kommt die Schraube rein als Sicherung. Also es kommen wieder die Lager in die Schaltwerkröllchen rein und die Staubkappen außen drauf. Das kann man natürlich wunderschön einfach mit Fett zusammenkleben. Als nächstes muss ich es jetzt drehen und passend vorspannen. Stift rein. Jetzt ist es wieder ein ganz normales Schaltwerk. Bei so alten Schaltwerkröllchen ist es relativ egal, ob man das oben oder unten reinmacht. Bei den modernen, die sind tatsächlich beschriftet. Da gibt es eins für oben und eins für unten. Nach dem Schaltwerk nimmt sich Andreas der Bremse an. Zustand? Wie alle anderen Teile an dem Fahrrad auch. Eigentlich voll okay. Aber okay reicht uns nicht, wir wollen es komplett restaurieren. Also bauen wir sie einfach mal nebenher ein bisschen auseinander. Was für Laien unüberblickbar aussieht, ist für Andreas Routine. Sein Trick? Geplantes Demontieren. Clever ist natürlich immer, die Reihenfolge beizubehalten, wie es zusammengesetzt war. Dann kriegt man es später auch wieder zusammen. So, bei der Bremse müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Die hat hinten eine Spannfeder. Und das kann richtig wehtun, wenn wir die jetzt auseinanderbauen, ohne die Feder vorher zu entlasten. Das heißt, ich gehe da einfach mit dem Schraubenzieher hinter, habe aber meinen Finger oben drauf und dann hebel ich die einfach leicht über die Nase rüber. Da ist sie weg. Und wieder. Jedes Einzelteil wird aufpoliert. So, hier haben wir jetzt so eine bisschen blödere Stelle. Da komme ich jetzt mit meinem Lappen und dem Bremsenreiniger nicht so schön hin. Ist allerdings verchromter Stahl. Da nehme ich mir jetzt einfach die Stahlwolle, putze da eben dreimal drüber und schon fängt hier wieder alles an zu glänzen. Ich muss natürlich nur nachher gucken, dass ich das wieder gut konserviere, weil Chrom ist jetzt nicht der beste Freund von Stahlwolle. Aus den Einzelteilen macht Andreas Kohlmeier nun wieder ein Ganzes. So, und schön an jede Reibstelle fett. So, die Bremse ist jetzt wieder zusammengesetzt. Und passend gekontert. Gekontert heißt, die äußere Mutter drückt gegen die Mutter darunter, sodass sie sich nicht von selbst lösen kann. Auch die Feder wird wieder eingespannt. Der Schalthebel ist das nächste Bauteil. Also bei Schalthebeln muss man tatsächlich gar nicht auf so viel achten. Die geben ja nur diesen Impuls, den du von der Hand aus gibst, weiter an das Schaltwerk. Das heißt, so richtig die Präzision steckt da nicht hinter. Mit Pinsel und Bremsenreiniger löst er auch hier verbliebenen Schmutz und Fette. Groben Verunreinigungen rückt er mit der Stahlwolle zu Leibe. Wieder Fett, wo Fett gebraucht wird. Soll ja alles wieder wie Butter laufen. Damit wäre die Mechanik von dem Hebel schon repariert. Jetzt ist außen noch ein bisschen Optik, da gehe ich aber jetzt einfach auch eben kurz mit dem Lappen drüber. Bei den Gummiüberziehern bin ich ein bisschen am Hadern, ob ich da dran gehe oder nicht. Der eine sieht leicht rissig schon aus, der wandert hier einen so einen Querriss rüber. Wenn ich da jetzt mit Bremsenreiniger rangehe, könnte es passieren, dass die Weichmacher rausgehen. Dann wird der brechen mit der Zeit. Der Gummi bleibt so, wie er ist. Aber die anderen Bauteile bekommen noch eine Portion Bremsenreiniger. Dann ist der Schalthebel fertig. So, jetzt machen wir die Pedale mal auf. Dafür arbeiten wir aber am Schraubstock, weil so viel Kraft habe ich nicht in Händen, um das einfach so festzuhalten.
Andreas Kohlmeier hat das Lager freigelegt. Jetzt ist natürlich clever, vorher mal zu schauen, wie viele Kugeln sind da eigentlich drin. Weil wenn wir es zerlegen und sauber machen, haben wir sonst einen Haufen Kugeln hier liegen und ich weiß nachher nicht genau, wie viel. 11 Kugeln da auf der einen Seite. Die Kugeln fallen jetzt nicht einfach so von selbst raus. Durch das alte Fett kommt schön Bremsenreiniger rein, der löst das Fett an. So, die Lagerschalen sehen eigentlich ganz ordentlich aus. Die haben minimale Einschlüsse, aber das macht nicht viel aus. Also kann schon neues Fett in die Lagerschale. Und die Kugeln kommen wieder rein. 11 Stück an der Zahl. Und beim Fett übertreiben wir es immer ganz gerne. Machen so viel rein, wie es nur geht. Weil alles, was nachher überschüssig ist, kommt einfach wieder raus. Denn die Unterlegscheibe, die hat eine Nase, die muss natürlich genau in die Rille rein. Wunderbar, läuft wie Butter. Die Pedale abgehakt. Nun die Kette. Original aus den 70er Jahren. Gut in Schuss, nur etwas verharzt. Hier hilft ein kurzes Ölbad. Während die jetzt abtropft, können wir einfach das Innenlager zum Beispiel noch sauber machen. Na dann, los. Wir haben einmal die rechte Lagerschale. Ein Kugelring, die Achse und auf der anderen Seite Kugelring, Lagerschale, Konterring. Und das alte Fett muss weg. Der Konus ist die Rundung auf der Achse. Der drückt die Kugeln in die Lagerschale hinein. Und der muss picobello sein. Wenn der irgendwelche Einschlüsse hat, läuft das Lager nachher nicht sauber. Wer jetzt dann natürlich gut aufgepasst hat, weiß, dass das eine Chrompolitur ist, dass die Schutzbleche hier eher aus Kunststoff sind. Das ist mir aber vollkommen egal, weil wir wollen oben nur den Dreck ein bisschen abtragen. Solange man weiß, welche Auswirkungen es hat, darf also auch mal zweckentfremdet werden. So, das wäre sauber. Das Vordere ist auch startklar. Bei der Gabel entdeckt Andreas Kohlmeier Unschönes. Was wir allerdings jetzt gerade hier sehen, da platzt der Chrom ab. Das heißt, da sollten wir mal kurz vernünftig drüber putzen, mal gucken, ob da irgendwas ist. In dem Fall ist einfach nur der Chrom ein bisschen abgeplatzt, darunter ist der Stahl, aber sieht alles ordentlich aus, keine Risse. Das wäre fatal. Die Chromabplatzung wiederum ist reine Patina. Das darf so sein. Das alte Lenkerband ist ziemlich fertig. Das machen wir jetzt gleich runter. Ein Kunststoffband aus den 70ern. Dafür gibt es später passenden Ersatz. Der Lenker selbst ist ordentlich. Die Position von den Bremshebeln, die belassen wir auch bei der alten. Die sind ziemlich symmetrisch und die Position ist eigentlich schön. Die Laufräder. Da muss definitiv was gemacht werden. Die Reifen sind sowieso fertig, die kommen runter. Die Narbe läuft wunderschön, die Felge ist eigentlich auch schön und läuft auch noch wunderbar gerade. Aber wer weiß, was sich unter den Reifen noch verbirgt. Mit dem Abzieher demontiert Andreas am Schraubstock den Schraubkranz. Und schon ist er ab. Die Speichen, da kommen neue rein. Das sind irgendwelche alten Zinkspeichen,
Die schneiden wir einfach raus. So, jetzt haben wir die Narbe hier einzeln. Die läuft ziemlich gut. Die machen wir auf jeden Fall eben mal schnell sauber. Boah, das hat tatsächlich mal gut geklappt. Ja. Hier ist an einer Stelle die Felge eingedellt. Das sieht eher schlecht aus. Die muss ersetzt werden. Da sich Andreas Kohlmeier auf Retroräder spezialisiert hat, hat er sich auch ein Ersatzteillager aufgebaut. So, jetzt haben wir mal ein paar Felgen zur Auswahl. Gleiche Lochzahl, gleiche Marke, fast das gleiche Modell. Und das Schöne ist, die ist sogar schon sauber. Perfekt. Da können auch direkt die neuen Speichen rein. Dafür haben wir zwei verschieden lange Speichenlängen. Die habe ich jetzt im Vorhinein schon berechnet. Einmal für links, einmal für rechts. Ja, und dann ist das ein bisschen wie Stricken. Es läuft, aber eiert noch vor sich hin. Das heißt, müssen wir noch die Spannung festlegen und es gerade zentrieren. Deshalb justiert er pro Speiche mit dem Speichenspanner nach, bis alles passt und das Rad nicht mehr eiert. Dann kommen Schläuche und Reifen auf die Räder. Und da gibt es eine Besonderheit. Das ist ja kein Standard, in dem Fall ist es eine Schlauchreifenfelge. Das heißt, wir müssen diesen Schlauch, der in den Reifen eingenäht ist, komplett hier dann draufkleben. Eine Variante wäre Leim. Andreas Kohlmeier entscheidet sich aber für das Klebeband. Dann nehmen wir uns den Reifen, machen schon mal so ein bisschen Luft rein, dass er die Form bekommt. Der Reifen hat natürlich eine Laufrichtung. Das heißt, in dem Fall ist es relativ leicht zu erkennen. Das ist wie so ein Pfeil, der nach vorne zeigt. Und wenn er drauf ist, einmal gucken, dass der überall schön mittig sitzt. Jetzt kann er die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands abziehen. Dann, wenn er überall richtig sitzt, einmal Luft reingeben, dann presst der Reifen so stark nach innen, dass der Kleber direkt anfängt, ordentlich zu haften. Alle Kleinteile sind gereinigt und neu gefettet. Die Laufräder bereit zum Rollen. Das Colnago Damenrennrad ist bereit zur Komplettmontage. Das Steuerlager und die Gabel. Im Steuerlager oben haben wir wieder einmal unten die Konusschraube, mit der wir einstellen, wie stark das Lager gedrückt wird, und oben die Konterung. Das Tretlager samt Kettenrad und Kurbeln. Da keine Kurbelstaubkappen drauf waren, haben wir noch eine kleine Überraschung. Dann bauen wir das Schaltwerk hinten wieder dran. Beim Schaltwerk montieren immer ganz wichtig, es gibt hier hinten am Ausfallende so eine kleine Nase. Das ist der Anschlag fürs Schaltwerk selber. Und da muss man natürlich mit der Nase vom Schaltwerk drüber sein. Als nächstes kommt die Bremse. Kurz darauf montiert Andreas beide Laufräder. Beim Schalthebel muss er vorsichtig arbeiten. Nicht, dass die Schelle doch noch bricht. Und es scheint zu klappen. Das sieht sehr gut aus. So, dann montieren wir mal vorsichtig die Kette. Wir müssen ja überall durch und eigentlich haben wir alles sauber. Im Nachhinein müssen wir wahrscheinlich trotzdem noch mal kurz drüber putzen.
fehlen nur noch die Züge. Befestigt mit den Originalschellen aus den 70er Jahren. Andreas bringt noch die neuen Lenkerbänder an. Anstatt der gelben Kunststoffbänder kommen schicke schwarze Lederbänder. So, Fahrrad ist fertig, alles restauriert, sieht gut aus. Es fehlt eigentlich nur noch der Sattel. Das Damenrennrad von Colnago. General überholt vom Fahrradprofi. Andreas Kohlmeier konnte fast alle Originalteile erhalten. Für die zukünftige Besitzerin ein echter Schatz, der hoffentlich noch viele Jahre auf der Straße rollen wird. Du willst keine Folge von Handwerkskunst verpassen? Dann jetzt den Kanal abonnieren.